Wasser hat nicht nur eine symbolische Bedeutung und ist ein lebenswichtiges Element, es ist vor allem in Games ein wichtiger Bestandteil einer immersiven Erfahrung. Wasser hat Eigenschaften, die uns allen bekannt sind. Es kann sanft fließen und mit unwahrscheinlicher Wucht brechen. Wenn wir in virtuellen Welten eintauchen, zeigt sich, auf wie vielen Ebenen dieses Element Computerspielewelten beeinflussen und formen kann. So auch im Taucherspiel Abzu. Es erinnert mich total an diese ganzen Jacques Cousteau-Dokumentationen, die ich als Kind geliebt habe. Und ich glaube, es ist wirklich sehr stark diese Idee vom Wasser als einem Lebensraum. Wie schafft es das Spiel mir zu vermitteln, dass ich schwimme? Als ich das gespielt habe, so ein bisschen an mir beobachtet, wie ich eigentlich körperlich darauf reagiere, was da eigentlich visuell auf mich einströmt, dass ich wirklich dazu neige, wenn ich eine Gegenströmung habe, mich nach vorne zu beugen und wenn ich von hinten angeschoben werde, so ein bisschen nach hinten zu gehen. Und ich finde das ganz spannend, wie das funktioniert. Was ist eigentlich die Metapher dieses Spiels? Ich glaube, das Spiel ist schon wirklich sehr, sehr das, was es uns auch vorsetzt, nämlich diese Welt, die wir einfach erkunden dürfen. Aber es ist natürlich so, dass sich mit Wasser immer so diese Idee vom Urquell des Lebens irgendwie verbindet. Ja, das Wasser irgendwie, das ist, wo alles herkommt, das ist ja auch in zahlreichen Schöpfungsmythologien so. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Abzu ist ja irgendwie auch der Name von, ich glaube, sumerischen Wassergott. Aber ich glaube, dass gerade so das, was hier gezeigt wird von diesen wahnsinnigen Ökosystemen, die ja auch eine Fantasie sind im Grunde. Also das, so stellen wir uns Korallenriffe vor. Und das, glaube ich, das hier wirklich sehr zentral ist, verbunden mit so einem, was dann später im Spiel ausgespielt wird, so einer Naturtechnik-Auseinandersetzung. Könnte Abzu vielleicht auch im Weltraum spielen? Was natürlich was die Weltraum-Settings mit den Wasser-Settings verbindet, ist, dass es irgendwie so diese Aufhebung von oben und unten gibt. Und diese plötzlich sehr vielen Freiheitsgrade in der Bewegung. Ich glaube aber gerade, weil hier diese Idee vom Wasser als ein Biotop so wahnsinnig wichtig ist, könnte man das hier nicht durch den Weltraum ersetzen. Wie verstehe ich auf der Tonebene, dass ich mich im Wasser und auch unterm Wasser befinde? Wir wissen einfach, wie es klingen muss, wenn wir unter Wasser sind. Das ist eine völlige Übernahme des Wahrnehmungsapparates durch dieses Medium, das wir haben, wenn wir eintauchen. Und das greift absolut natürlich unheimlich effektvoll auf. Was halt wirklich eine beeindruckende Erfahrung ist, weil wir sind ja nicht im Wasser. Das ist, wir sitzen vor einem Bildschirm und haben lustige Geräte in der Hand. Dass es funktioniert, ist schon einem sehr findigen Design geschuldet. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ja, das ist also nicht wie Abzu. Also hier gibt es tatsächlich eine relativ lebensfeindliche Umwelt, in der wir uns zurechtfinden müssen. Ähnlich wie Abzu natürlich eine ganz rauschhafte Ästhetik hier unten. Und das heißt, wir verlassen jetzt quasi dieses Korallenriff und bewegen uns in den Kelpwald. Und hier gibt es natürlich Fische, die wir fangen können. Und diese Blasenfische zum Beispiel, aus denen kann man Wasser destillieren. Weil auch das ist ein Faktor, den man hier im Auge behalten muss. Man ist halt auf einem Salzwasserplaneten und muss sich Trinkwasser besorgen. Oh. Was hat Wasser für eine Bedeutung für die Physik in den Spielen? Das ist ein relativ großes Problem. Eigentlich ist das Hauptproblem, mit dem sich Wasserspiele auseinandersetzen müssen. Flüssigkeitssimulation ist eine wahnsinnig aufwendige Geschichte. Und die meisten Spiele, die mit Wasser arbeiten, haben auch nicht wirklich Flüssigkeitssimulation, sehr lokalisiert, wenn überhaupt. Es ist eine wahnsinnige Physiklast, die durch Wasser entsteht und die natürlich dann koordiniert werden muss mit all den anderen Subsystemen, die so ein Spiel so hat. Ja, Wasser ist, Flüssigkeiten generell sind wahnsinnig aufwendig darzustellen, weil es eben keine starren Körper gibt. Das ist, wenn ich einen starren Körper über einen Bildschirm bewegen möchte, dann brauche ich eigentlich nur einen Vektor, weil sich halt alle anderen Punkte in diesem Körper gleichzeitig in dieselbe Richtung bewegen würden. Bei Wasser ist das schwieriger. Das ist, also Wasserbewegung zu beschreiben, ist generell schwierig. Dafür braucht man ein Vektorfeld, das meistens durch ganz, ganz komplizierte Integralgleichungen ausgerechnet werden muss. Und
Von daher ist Flüssigkeit in Spielen auch immer ein relativ guter Gradmesser, auch so für die historische Verortung. Also wenn man sich anguckt, wie die Ozeane in Mist mal aussahen, wo es halt wirklich nur so eine blaue Plastikfläche im Grunde war. Wenn man das dann vergleicht mit dem, was Subnautica hat uns zum Beispiel präsentiert als eine Wasseroberfläche. Und das macht es halt wahnsinnig interessant, sich diese Effekte anzuschauen in Computerspielen, wenn man anfängt, die tatsächlich auch mal langsam historisch einzuordnen. Mittlerweile gibt es das Medium ja lange genug. Kann man hier sagen, dass das Wasser unser Gegner ist? Es ist nicht nur der Gegner, weil es ist natürlich auch derjenige, der uns all die Rohstoffe liefert, die wir brauchen, um hier überleben zu können. Aber das Wasser ist natürlich eine ständige Herausforderung, die hier bewältigt werden muss. Das heißt, man wird hier nicht getragen, wie in Abzu, sondern man muss hier tatsächlich auch gegen das Wasser ankämpfen und anschwimmen. Wasser ist in Games ein Designelement, erzeugt eine Stimmung, dient als Spielwelt oder greift als Spielmechanik. Welche Bedeutung Wasser in der Kunstgeschichte hat und wie es eingesetzt wird, darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin und Kuratorin Christiane Hoffmann gesprochen. Ausgehend von Spielen, welche Bedeutung hat die Erfahrung von Wasser in einem Kunstwerk? Es ist was Fremdes, es ist eine Gefahr, der Mensch kann darin umkommen, aber es ist auch faszinierend, weil es eine Möglichkeit schafft, seine eigene Umgebung zu verlassen. Gibt es eine Art kulturgeschichtliche Erklärung dafür? Das verändert sich ein bisschen durch die Zeit. Also wir haben das Wasser im 19. Jahrhundert ist sehr dramatisch überlagert als Metapher für den Lebensweg, der stürmisch sein kann. Vorher haben wir Seestücke, wo die Seefahrernationen zeigen, wie toll sie sind, indem sie den Stürmen des Meeres trotzen und in Übersee ihre Kolonien erreichen. Also das sind so richtig eine Gattung auch. Und danach wird es sehr romantisch. Wir haben den deutschen Maler Caspar David Friedrich, der ein Eismeer gemalt hat. Und da soll sozusagen die ganze Dramatik und die brutale Natur, die sich auftürmt, gezeigt werden, und Lebensschiffe, das heißt, da der Mensch ist auch gerne als auf einem Schiff unterwegs, als Lebensweg, werden zermahlen durch diese Eismassen. Und dementsprechend kriegt das durchaus immer eine sehr bedrohliche, aber auch faszinierende Größenordnung, die sich immer einschließt, der Mensch ist einfach Mensch, weil er auch geboren wird und stirbt. Und diese Endlichkeit wird gerne mit Wasser in Verbindung gesetzt. Welche Bedeutung hat Wasser zum Beispiel in der Malerei? Also das Meer ist immer eine Metapher, ein Symbol, wenn es in der Kunst auftaucht. Und es berührt Urängste des Menschen, weil man verlässt den festen Boden, eine mehr oder weniger sichere Umgebung, die für den Menschen wichtig ist, und begibt sich in ein Ungewisses. Und es ist aber auch so, dass wir die Menschheit oder das Leben des Menschen gerne als Weg beschrieben wird. Und man setzt die Segel und startet als junger Mensch auf den Ozean, um seinen Lebensweg sozusagen zu absolvieren, und kann in Stürme geraten. Und dementsprechend sind das ganz viele symbolträchtige Stimmungen, die in der Malerei sich wiederfinden. Und man will natürlich auch die Macht und Überlegenheit des Menschen der Natur gegenüber zeigen, wenn man einen Sturm auf See überlebt hat. Und wir haben eigentlich bis ins 21. oder bis ins 20. Jahrhundert hinein das Meer immer in Interaktion mit irgendwem. Und erst jetzt im ausgehenden 20. und 21. Jahrhundert wird das Meer auch leer, ohne Menschen, in einem Bezug zu den Menschen. Und das ist sozusagen nochmal eine neue Entwicklung in der Kunst. Wasser wird in Spielen nicht nur als ständige Spielumgebung genutzt. In Assassin's Creed 4 Black Flag fährt man mit einem Schiff über das Meer, kämpft, treibt Handel und kann sogar auf Walfang gehen. Hier geht es um die historische Bedeutung, die Wasser und das Meer für uns Menschen haben. Ich meine, es geht hier ja wirklich um eine Epoche, wo im Grunde die Beherrschung der Weltmeere eigentlich die Beherrschung der Welt bedeutet hat. Sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Sinne. Und das Schiff war halt bis zum Beginn der Raumfahrt eigentlich das Medium der Entdeckungsreise. Hat Wasser vielleicht für uns sogar eine andere Bedeutung als früher? Also unser Verhältnis zum Wasser ist natürlich ein anderes.
Es gibt diese Kulturgeschichten des Wassers von Hartmut Böhme, wo er sich vor allem darüber beschwert, dass wir Wasser viel zu sehr funktionalisiert haben und irgendwie uns gerade von diesen ganzen Symbolwelten, von diesen ganzen ganzen Traumwelten, die sich mit dem Wasser verbinden, irgendwie abgeschnitten haben und das heute irgendwie nur noch durch die Brille der Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften betrachten und so. Aber gleichzeitig denke ich, neigen wir gleichzeitig gerade so im Hinblick auf die Schifffahrt auch immer noch dazu zu unterschätzen, wie sehr es uns immer noch beeinflusst. Denn wenn man sich anguckt, wie viel des Weltwarenhandels immer noch über Schiffe abgewickelt wird, dann ist es immer noch der allergrößte Teil. Aber ich denke, gerade diese Symbolwelten des Wassers sind auch irgendwie was man gerade auch in Computerspielen irgendwie wiederentdecken kann für sich. Ja. Haben die Schiffe in diesem Spiel eine tiefere Symbolik? Ich glaube, dass sich unglaublich viel Nostalgie, Fernweh, Träumerei im Grunde an diesem Bild des Segelschiffes festmacht. Ich arbeite am Schifffahrtsmuseum, ich erlebe das selber, wie die Leute auch vor Modellen von solchen Schiffen stehen. Ich glaube, da verbindet sich unglaublich viel mit. Ich denke, da haben viele Leute direkt Horatio Hornblower im Kopf und Aubrey Maturin, also diese ganzen Abenteuerromane und diese Idee von Exotik, von Reise, von Entdeckung und Eroberung, die natürlich immer auch irgendwo eine problematische ist, weil da natürlich, ohne das jetzt dämonisieren zu wollen, aber wahnsinnig viel koloniale Diskurse auch dranhängen und wir da natürlich auch teilweise ein bisschen den blinden Fleck haben für die Objekte dieser Entdeckungsfahrten, immer nur für ihre Subjekte in Form von europäischen Seeleuten, die auf diesen Schiffen sind. Und ich glaube, trotzdem ist es was, was die Leute wahnsinnig anzieht und was auch gar nicht runterzuschälen ist. Wir spielen jetzt Rain. Da sind wir ein kleiner, unsichtbarer Junge, der nur dann sichtbar ist, wenn es regnet. Sprich, wenn der Regen auf unsere Silhouette prasselt. Und wir sind auf der Suche nach einem Mädchen. Welche enttarnende Möglichkeit bietet hier der Regen? Ich finde es gerade total spannend, weil das ist also diese eine klassische Definition von Flüssigkeit, ist hier immer die, sie nimmt die Form ihres Behältnisses an. Und hier haben wir eigentlich das genaue Gegenteil, nämlich dass plötzlich ein unsichtbarer Festkörper quasi sichtbar wird, weil man Wasser drüber gießt. Aber diese Idee, dass irgendwie, ich glaube, Regen was Verwundbares auslöst, weil Regen uns natürlich auch eher durchnässt und er macht uns irgendwie anfälliger für Krankheiten und so. Ich glaube, das ist was wir unmittelbar Bezug drauf nehmen können. Also, dass man sich irgendwie ausgeliefert fühlt, wenn man in einen Regenguss gerät. Ist der Regen ein wichtiges Element in gewissen Genres? Also ich denke gerade, dass der Regen und der Horrorgenre, das Horrorgenre irgendwie was gemeinsam haben. Weil es gibt ja Leute, die sagen, sie mögen den Regen und es gibt Leute, die sagen, sie mögen Horror. Aber ich glaube, wenn wir sagen, wir mögen den Regen, mögen wir eigentlich dieses Gefühl der Sicherheit vorm Regen. Wir mögen das irgendwie an unserem Fenster zu sitzen mit einer heißen Tasse Kakao und rauszugucken in den Regen. Ich glaube, es ist mit dem Horrorgenre was Ähnliches. Das ist die Angst, ist dann ein angenehmes Gefühl, wenn wir sie wirklich aus einer Position der Sicherheit erleben können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die hier total ausgespielt wird. Also das ist Das ist ein Spiel, das sich gerade für mich ästhetisch unglaublich gut zusammenfügt. Erzeugt Regen Traurigkeit? Ich empfinde das als eine sehr melancholische Atmosphäre. Aber es ist natürlich auch was uns quasi direkt so ans Nervensystem geht. Das sind zwei verwundbare Kinder, die irgendwie im Regen sind, die von irgendwelchen Monstern verfolgt werden. Also ich glaube, das ist was ich gerade empfinde, ist eine Mischung aus Melancholie und Mitgefühl und natürlich auch einer gewissen Furcht um diese Charaktere. Was für eine Bedeutung hat Wasser für uns als Mensch, die sich auch in Computerspielen wiederfindet? Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen diese Polarität, dass Wasser eigentlich was ist, das wir teilweise meiden möchten. Ja, also wir sind keine Wasserwesen, wir möchten eigentlich nicht nass werden, es sei denn, wir haben es irgendwie in der Hand, unter welchen Bedingungen das passiert. Wir möchten dem Wasser nicht ausgeliefert sein, wenn wir es irgendwie vermeiden können. Und gleichzeitig ist es natürlich was wir zum Leben brauchen. Es ist eine Ressource, auf die Zugriff zu haben ein Menschenrecht ist, auf die wir Zugriff möglich machen müssen und auf die Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugriff haben. Und das sind natürlich alles Bedeutungsebenen, die man irgendwie ausspielen kann in Computerspielen. Sei es dadurch, dass ich durch den Regen verwundbar wäre für irgendwelche Monster, die mich sehen können, gleichzeitig aber sichtbar für den Spieler, der mich steuert. Oder sei es, dass ich Wasser brauche in irgendwelchen Survival-Spielen, weil meine Figur sonst stirbt. Und ich denke, die Frage ist, wie man da als in Spielen auch ein bisschen ernsthafter damit werden kann. Im Moment ist es, ich meine, das sind jetzt alles so Spielmechaniken, aber ich glaube, man müsste zunehmend dahin kommen, auch so diese weiteren Bedeutungen mitdiskutieren zu können in Games.
Wasser ist für Games spannend, gerade weil es so vielfältig und vielschichtig einsetzbar ist. Als Teil des Game Designs, Metapher und stimmunggebendes Element. Das Faszinierende daran ist, Wasser kann all das gleichzeitig sein. Wie Bruce Lee einmal sagte, "Be water, my friend."